Ja, 90. Küchenpersonal, Arbeiterquartiere. Tja, fiese Wicht. So, Anmerkung, mein Kartenmodul ist immer noch defekt und zeigt keine Kartendaten an. Ich verlaufe mich ständig auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Ich musste letzten Zyklus an einen Gang schlafen, weil ich in dem Weg zurück zum Personalaufzug nicht finden konnte. Bitte, ich komme hier nicht ohne eine Karte zurecht. Herz. Also mit den Namen komme ich noch nicht so wirklich klar. Irgendwie, die sind mir noch nicht so gängig drin geblieben. So, finde ich hier noch. Hier ist noch schneller, oder? Nö. Ja, das war von März geschrieben, aber der Januar hat noch nicht geantwortet. Ach nee, das ist hier Friedrich. Das ist Friedrich Merz, war das. So. Wie kommen wir denn jetzt in die Mensa? So. Oh, okay. Frage beantwortet. I'm sure to kill! Oh, da ist noch einer. Stirb! Und du? Stirb! Hammer. Reload. Ho! Ho! Hoi. Also ich bin ganz froh, dass du gespielt hast. Ich habe nichts gesehen. Also Benny, merkt ihr mal, in der Mensa liegt auch noch mal immer Munition. Ich habe jetzt extra aufgeschrieben, Projektor, und jetzt muss ich noch Mensa hinschreiben. Ja, also, okay. Hast du es auch nicht leicht heute, oder? Nee, also heute ist ganz schön. Das ist richtig Arbeit. Ja, also, ist ja hier, ich kann gar nicht entspannen. Ich kann... hey, na! Was? Tritt zu! Hat er! No, nicht vergessen den Tipp von Dave, ne? Karten sind gut. Im Zweifelsfall länger zielen lohnt immer. Und manchmal sollte man lieber rennen. Ja, absolut. Aber, Also mit dem länger zielen machst du ja schon, muss man ja sagen, ne? Also, Türen riegelt, sehr schön. Der südliche. Karten sind gut, ja, na klar, natürlich, also Karten brauchen wir halt irgendwie, um weiterzukommen. Das ist klar. Die Frage ist, wann ist der Punkt, wo man rennt? Also in meinem Fall immer. Zerteilter Schlüssel. What? Hey. Morph hier rum. Ja, den müssen wir wahrscheinlich dann mit einem anderen Teil dann kombinieren und dann machen wir wieder Panzertape. Warum liegt denn alles im Klo? Und hier ist das nach Blutchen Auswurf aus, das ist ekelhaft. Wo war dieser Schlüssel? Das möchtest du nicht wissen. Wahrscheinlich. Das sind Fragen, auf die man keine Antwort haben will. Okay, gut. Schauen wir mal hier vorne. In der Knasttasche. Ah, genau. Hey, hallo. Ah, ist das hier auch eine Eule? Oh Gott, die ist aber groß. Die ist ziemlich groß. Also im Gegensatz zu uns. Und? Storch. Der Storch. Du siehst nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Du bist doch eine Elster-Einheit, oder? Diese Anlage ist momentan im Lockdown. Du solltest nicht hier sein. Lass das mal mein Problem sein, Fräulein. Ich wieder. Westflügelschlüssel, sehr schön. Sioalina. So, und hier? Was ist das denn hier? Das nächste Teil vom Schlüssel? Aber da kommen wir noch nicht in... Ach nee, ist ein Einwegschocker. Bezüglich des Administrators. Von Arbeitsschichtcontroller an Nachtschichtcontroller. Aufgrund der jüngsten Ereignisse werden manche Sicherheitstechniker sowohl Arbeits- wie auch Nachtschichten übernehmen müssen. Betroffene Aufsehereinheit und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Betroffene Kontrolleinheit und so weiter und so weiter und so weiter. Bis eine funktionierende Behandlung gefunden wird oder Verstärkung aus Heimat geschickt wurde, müssen wir alle stark sein und unser Bestes tun, die Anlage sicher zu halten. Scheitern ist keine Option. Storch 7. PS, behaltet die Administratoreinheit im Auge. Seit dem Vorfall verhält er sich seltsamer als sonst. Ohne die Kommandantin, die ihn sonst im Zaum hält, sind wir alle auf Kolibri angewiesen. Fett! Ja, ah, das ist aber hier Heinz Siermanns possierliche Tierwelt hier.
Der Storch so. Nummer 7, es ist wunderbar. So, wie sieht dein Kolibri aus? Und hier ist zu. So, heißt jetzt wo? Also wir können jetzt natürlich Jans hier rüber gehen. Ja genau, zur Westeinheit. Westeinheit. Ansonsten können wir auch nichts machen erstmal, oder? Na, können wir denn überhaupt durch die eine Tür, wo wir jetzt sind? Können wir jetzt geradezu? Kannst du da durch? Kannst du diese Tür jetzt... Habe ich gerade geöffnet. Ah, schön. Na dann, ist ja gut. Ja, ja, nicht schlecht. Sehr gut. Okay, cool, cool, cool. Das lief doch eigentlich nicht so schlecht. Das war sogar richtig gut. So, und jetzt müssten wir hier hinkommen, ne? Ja. Westflügelschlüssel. Swam. Ah, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Sieht nicht gut aus hier. Weil wir haben schon eh so viel Munition zurückgelassen. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Projektorraum und Mensa. Gut so. Aber wir müssen, glaube ich, noch weiter runter. Eigentlich. Mal, kann ich hier vorne auch hin? Zugang, Minenschacht. Ah, brauchen wir Administratorschlüssel, um diesen Fahrstuhl zu rufen. Alles klar. Na gut. Wir haben auch noch. Wir haben auch noch nicht die Kombination gefunden für den anderen Safe. Stimmt. Bam, Headshot. So, sehr schön. Da stehen aber, glaube ich, zwei oder so, oder? Nee, die steht vom Spiegel. Ach so. Aber wollte sie sich nur hübsch machen für dich? Ja, hat sie auch geschafft. Das ist Teil 2 des Schlüssels. Ja. Sehr gut. Haben wir denn irgendwo was gehabt, wo wir einen Schlüssel einsetzen konnten? Ja, natürlich. Mhm. Den hier, ne? Genau. Ja. The Butterfly Box. Ich weiß zwar nicht mehr wo, aber ja. Die ist oben neben dem Safe-Raum. Ist gut, dass du das gemerkt hast. Ich würde jetzt wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde... Oh Gott, ich dachte kurz bei der Reflexion, das wäre... So, kann man hier irgendwas nehmen? Blutet mir die Kehle heute hier. Du Durchsuchungsprotokoll. Protektor-Controller vom Dienst. Protektor vom Dienst. Arbeiter S23A4822. Song. Helene. Beschlagnahmte Gegenstände. Uhr. Ring. Wohnung. Schlafsaal A16. Arbeitsplatz. Politischer Ethikunterricht. Festgenommen im Zuge der laufenden Ermittlung. Gestohlenes Radio. Ursprünglicher Transfergrund. Konterrevolutionäre Aktivitäten. Flugblätter in Universität verteilt. Arbeiter S23A3582. Huang, Julia. Beschlagnahmte Gegenstände. Medizin. Wohnung, Schlafsaal A64. Arbeitsplatz. Minenoperation A. Festgenommen unter Verdacht auf Bioresonanz. Beschlagnahmte Hydro... Ach du Scheiße! Hydro! Hydroxycarbonid-Tabletten wurden im Krankenflügel geschickt. Sonderaufsichtsanfrage wurde an Kolibri weitergeleitet. Mann, Benny! Was denn? Du machst es doch richtig gut. Das ist perfekt. Nicht. Arbeiter S23A0512, CEO, Alina. Beschlagnahmt, Kosmetikschachtel mit Schmetterlingseinlage. Verschlossen. Wohnung, Schlafsaal A61. Arbeitsplatz, Fabrik. Aus Erschöpfung am Arbeitsplatz zusammengebrochen. Koje wurde durchsucht, vor dem Transfer zum Krankenflügel. Arbeiter S23A2367. Fukuyama Heinrich. Passt mal gar nicht zusammen, Alter. Beschlagnahmt, Füllfederhalter. What? Wohnung, Schlafsaal A22. Arbeitsplatz, Minenoperations A.
Jüngst transferiert aus Fabrik. Festgenommen unter Verdacht auf Verschwörung gegen den Staat. Wie kann man denn bitte Fukuyama, Heinrich Fukuyama heißen, Alter? Das ist. Was sagst du hier vorher, Benny? Was ist denn für eine Wette? Ich habe jetzt nur eine Wette aufgemacht, ob wir in Signalis in der heutigen Aufnahmesession sterben oder nicht. Ja, kann man die Wette nicht so schreiben, überleben wir die heutige Folge? Könnte man mal so machen. Ein bisschen positiver. Nee. Ein bisschen mehr Hashtag Believer. Oh! Und oben ist noch einer, oder? Ach nee, ist eine Sirene. Haben wir jetzt aber Glück gehabt. Tatsächlich hat das jetzt genauso viel Schuss gekostet, als wenn ich ihn aufgeladen hätte. Erstaunlich. Okay. Ach du. Holy moly. Oh Gott. Frequenzen. What? Mond, Sonne, Waage, Turm, Baum, Schwert? Okay, wir haben Frequenzen gefunden. Wofür auch immer. Sag mal, sind tatsächlich die Zettel, wenn wir die finden? Ja, sind. Haben wir hier. Okay. Achso, dass wir die nochmal nachlesen können. Mhm, genau. Okay, die Tür ist zu. Ja, es hat schon. Ah, du Scheiße. Schon halt wirklich sehr dystopisch. Don't see me coming. Du. Reparaturspiel haben wir nochmal gefunden. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Heilung. Ja, die habe die große Befürchtung irgendwie, dass wir auch irgendwie die brauchen werden. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil das Kämpfen ist tatsächlich bis jetzt noch relativ. Kommt noch relativ stumpf daher. Also wenn ich jetzt halt wirklich mal in eine Situation komme, wo ich hier Türen riegelt, mit vielen Gegnern und ja wirklich auf engstem Raum kämpfen muss, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich hier ein richtiges Problem. So, dafür bin ich jetzt hier in dem richtigen Raum, Flur, beziehungsweise mit der Butterfly Box. Yuma Butterfly, Sugar Baby. Was mich ja noch mal interessieren würde, ist, sehen wir eigentlich irgendwo unseren Lebensbalken? Also, hast du da schon was gesehen oder müssen wir dafür immer ins Inventar? Warte mal, ein mysteriöses Artefakt gibt in der Schatulle. Tafel der Ewigkeit nehmen. Ja, bitte. Haben wir genommen. Okay, vielleicht war das nicht so gut. Und wir sind völlig woanders. Ach, shit. So, jetzt sind wir teleportiert worden. Tafel der Ewigkeit, yay. Klingt auch so bedeutungsschwanger so. Tafel der Ewigkeit, kalt. So, haben wir hier irgendwas auf der Blöcke. So, das hier vorne sieht. Ach, guck mal, da ist so unter dem roten Licht, da ist ein Hebel. Den kann man ja mal ziehen. Ja, so don't push the red button. Ne? So, hier ist auf jeden Fall anscheinend eine Frequenz unten abgebildet. Sieht aus wie ein Spezialschloss. Auf der Vorderseite ist so etwas wie ein Lautsprecher oder Mikro. Ah, okay, alles klar. Wir werden wahrscheinlich etwas finden, wo wir Frequenzen eingeben können, um damit Schlösser zu öffnen. Okay. Sieht aus wie ein Spezial. Das ist ja also die Idee, wenn es wirklich so ist, ist die cool. Oh, Alter, ich will nicht so viel zu lesen, Alter, das macht mich fertig. In Wirklichkeit magst du es nicht. Nee, das ist schon recht viel hier zu lesen irgendwie. Also jetzt nicht, dass es schlimm ist zu lesen irgendwie, aber das ist halt anstrengend für die Stimme tatsächlich irgendwie. Und die Texte sind jetzt auch nicht unbedingt so leicht lippig daher zu zwitschern, wie ihr auch gemerkt habt. An Funkoffizierin Yorang, Station 6. Liebe Iris, ich hoffe, es geht dir und Ariane gut. Ich habe mit den Beamten von Aeon gesprochen und sie stimmen mir zu, dass es am besten für Ariane wäre, eine Schule in Sektor C zu besuchen. Ich habe ein extra Zimmer, in dem sie bleiben kann, bis sie ihren Abschluss hat. Ich weiß, ihr zwei seid unzertrennlich, aber wir wissen beide, dass es am besten für deine Tochter ist, wenn sie eine normale Erziehung in der Stadt erhält. Alles Liebe, deine Schwester, Camila. So, das ist ein annehmbarer Text. Ja, das sind ja vor allen Dingen annehmbare Namen, ne? Camila, ja. Und Iris. Camila Ludmilla. So, was haben wir hier? Rennen.
irgendwie nach Hause telefonieren, funken? Interessant, dass das jetzt halt so alles so komplett in der Ich-Perspektive ist. Schon cool. So, kann ich das... Kann ich hier... Oh ja, hier kann ich was machen. In der Schachtel liegt ein Replika-Radiomodul. Das Radiomodul aufheben? Ja, bitte. Installiert. Kann Radio übertragen auf Frequenzen im Bereich 50 bis 250 Kilohertz empfangen. Okay, das Radiomodul kann erreicht werden, indem man hoch im Inventarbildschirm drückt. Auf bestimmte Frequenzen gestellt erscheinen automatisch dechiffrierende Nachrichten im Transkriptionsfenster. REM 64 Langwellenradioempfängermodul Gebrauchsanweisung. Das REM 64 Langwellenradiomodul Radioempfängermodul erlaubt eine Replikaeinheit direkt LW-Langwellen AM-Amplituden modellierte Radioübertragung im Bereich zwischen 50 und 250 kHz zu empfangen und zu verarbeiten. Das REM64-Modul wird im Modulsteckplatz hinter dem linken Ohr bei Generation 5 Replikas angeschlossen. Darunter ist nicht kompatibel. Um die Funktion des Moduls zu benutzen, öffnen Sie den Inventarbildschirm und drücken Sie W, um die Subsystem-Monitor anzuzeigen. Das Radiomodul wird hier auf der linken Seite angezeigt. Um den Empfänger an- und auszuschalten, drücken Sie F. Sie können die Frequenzen Q und E anpassen. Wenn der Empfänger an ist, leuchtet die Frequenzanzeige rot auf und die Spektrum-Programmbalken fangen an, sich zu bewegen. Wenn das Radio auf einem Sender mit einem Hilfsträgersignal gestellt ist, leuchtet das Feld Signal auf. Wenn das Radio auf einem Sender gestellt ist, das einen Datenstrom überträgt, leuchtet das Feld Data auf. Und die übermittelnden Dateien werden im Transkriptionsfeld in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Also, F, Q und E. F, Q und E. F, Q und E sind für mich doch okay. Das ist scheiße. So, also nach oben gedrückt. Nee, jetzt. Ah, da. Ah, okay. So, gut. Dann, was war das? 106? 160.000. 160.000? Stellen wir mal auf 160.000. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt davor stehen müssen dafür. Oh Gott, ich mir. Was? Das ist ja einfach eine Zahlenkombination. Ja, wenn es ein Datenstrom aktiv, ne? Oh, sieht gut aus. Yes. Okay, das war wahrscheinlich einfach nur das Tutorial dafür. Oh, scheiße. Oh, wir sind so am Arsch, Alter. Wir sind so aber am jetzt sind Arsch. Wir wieder. Warum sind wir denn jetzt wieder hier unten bei der Schatulle? Na, warum nicht? Okay. Also letztendlich habe ich natürlich keine Ahnung. So, okay, dann gehen wir noch zum One-Safe. Ja, meinst du da, achso, meinst du, dass wir da auch eine Frequenz haben? Ja, haben wir nämlich vorhin gefunden mit Schwert, Baum und Tralala und hast du nicht gesehen. Echt? Ja, dann habe ich was verpasst. War ich irgendwie abwesend? Na, da warst du wo Brezeln essen oder irgend so was, glaube ich. So, weil hier auf dem, hier ist nämlich ein Baum abgebildet. Ja. Und wir haben gefunden, bei Frequenzen, nein, ich sage bei Frequenzen, nein. Alter, also die Steuerung ist so ein bisschen bockig. Baum. Ach so, jetzt verstehe, okay, ja gut, ja, das habe ich wirklich verpasst, das ist an mir vorbeigegangen. 5. Voilà. Und 8,5, und 8,5. Ach, warte mal. Warte mal, müssen wir da jetzt dazuhören, damit ich hier den Code aufschreibe? Nee, warte mal, wir müssen ins Inventar. Ja. 1, 4, 5, 3, 5. 1, 4, 5, 3, 5. 1, 1, 4, 5, 3, 5. Yes! Sehr gut. Nice! Das ist doch geil. Ja, blinde Tun und so weiter. So, was haben wir denn da? Ether-Charta. Kein Platz. Okay, alles klar. Wir haben keinen Platz, um die Identifikationskarte aufzunehmen.
Dann müssten wir mal ganz schnell an die Box nehmen an. Die Box. Oh, das ist eine Box. So, zack. Und Anna. Wollen wir die Tafel der Ewigkeit erstmal ablegen? Ja. Wir haben ja auch noch den Elektroschocker und hier nochmal so ein Heilpad. Genau. Hey, jetzt hat die Waffe abgelegt. Ja, das ist. Probier mal. So, okay. Ich wollte gerade fragen, hast du keine Munition mehr? Aber doch, du hast ja noch die Munition, ne? Zack. Ah, ist wirklich bedrückend. Ist wirklich bedrückend. Und auch ganz schön verstörend tatsächlich, das Spiel. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, okay. Zacki Pawowski. Und wir nehmen sie. Krankenflügel. Wo ist denn jetzt der Krankenflügel? I don't know. Ich hab keine Ahnung, Alter. Oh, vielleicht müssen wir mit dem Fahrstuhl? So, okay. Boah, gab es auch keinen Plan, Alter. Wo müssen wir hin? Warte mal, hier ist noch was verschlossen. Kommen wir in den Aufzug mit dem Schlüssel jetzt rein? Oder in die Elevator Control? Wir können ja mal lass uns mal in den Fahrstuhl gehen. Okay. Das ist denn jetzt kürzer, wenn ich hier einfach runtergehe, oder? Was ist hier? Ich glaube, hier war das, ne? Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht komplett falsch. Oh. Nein, ich habe ja Scheibenkleister. Ich habe ja die Waffe nicht ausgerüstet. Das ist jetzt blöd. Oha, okay. Da hat sich anscheinend jetzt gerade mal deine... Okay, sie tritt nicht nochmal zu. Deine Frage nochmal beantwortet irgendwie. Wir sehen tatsächlich den Schaden, in dem das Fenster, also der Bildschirm anscheinend anfängt so zu flackern. Nicht flackern? Wie nennt man es denn? Wenn... So kurz rot auf, blitzmäßig oder was? Nee, das gibt doch einen Shutter-Effekt. Wie nennt man das? Oh, bin ich jetzt doof oder was? Also, nee, aber... Diese Phasenverschobene. Im Bild. Wie nennt man so. Das? Dieser Glitch-Effekt. Nein, warte mal, so. Okay, also... Also im Fahrstuhl kriegen wir nicht. Da braucht man einen Administrations-Key. Nee, ich meinte auch tatsächlich den hier neben... Achso, verstehe. Ach nee, ist ja richtig. Hier. Und jetzt eventuell, wenn wir jetzt hier rangehen... Ja. Weil hier kommen wir zum Krankenflügel. Ah, okay. Weil auf der Karte stand... Du cleverer Boy. Ja, aber manchmal muss man auch abliefern. Hallo, so, blinde tun. Gibt aber Krankenflügel A und Krankenflügel B. Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Erstmal B. Was? Flashbang? Strom aus. Wir kommen nicht mehr raus. Oh. Oh, schönes Bier aus Young. Wunderbar. Green. Schön. Guck mich mal kurz um. Hinweis, Karte beschlagnahmt? Kontaktieren Sie den Administrator, bitte? Okay. Ja, das lief jetzt scheiße irgendwie. Kommen wir jetzt hier raus? Wir sind trotzdem weiter. Also wir sind ja trotzdem eine Etage auf... Wir sind ja von 2 in 3 gefahren, was okay ist. Shotgun. Ist es Shotgun? Also wenn es eine Shotgun ist, dann wäre das mein Spiel. Oh, yes. Komm mal dahin. Oh, pretty please. Ja. Was ist das? Schrotflinte nehmen. Jawohl, wir haben sie. Und wir haben eine kleine Box hier. Wunderbar, können wir gleich einpacken. Super. Die brauchen wir für den Endpost-Pin. Du kennst die Taktik. Ja, immer alles aufheben bis zum Ende und dann haben wir ja gar nicht genutzt. Ja, na, wer einmal gegen den Boss mit einem Messer kämpfen musste, weil er keine Munition mehr hat, sorgt vor.
Ich merke schon, da sind die schlechten Erfahrungen von Resident Evil 4 ja, hängen geblieben. Genau, wir sind alle nur die Summe der Erfahrungen. Innerhalb von Spielen. So, was ist jetzt? Inspect. Rolling einführen. Schlüsselrolling benutzen. Benötigt. Wir haben keinen Rolling. Was? Ja, du. Ja. Mhm. Ich sag nur Hashtag auf 18. Das ist ja geil, auf Fimismus, Alter. Darf ich dir mal meinen Rolling anbieten? Der ist ja schlecht, Alter. Benni, kann das muss mal bitte einer klippen heute hier. Wunderbar. Schön. Der ist ja episch. Ja, der war jetzt. What? Was ist los? Mutti FSK hat. Ich kann es nicht lesen, ist zu klein gewesen. Hast du gelesen? Ja, aber das kam schon vor 3 Stunden. Mutti FSK hat erneut ein Abo dagelassen. Ja, ganz am Anfang. Ist ja witzig. Der kam jetzt erst? Der Alert? Und Death Parade 1. Folgt uns nun. Death Parade, vielen Death Dank Parade. Für den Follow. Death Parade ist so ein geiler Name, Alter. Schön. I like. Ah, okay, gut. Also bei den längeren Schüssen tatsächlich, wenn wir die Möglichkeit haben, auszuholen, dann können wir wirklich die One hitten. Ja, da kommt gerade noch so, ne? Ganz rechts jemand. Zur Info. Okay. Ja, auf den langen Gängen ist das tatsächlich noch nicht so schlimm, irgendwie. Ja, ich warte mal ab, bis so eine Horde kommt, ne? Also wenn da irgendwie so 10 so eine Viecher auf dich zugerannt kommen. Ah, will ich nicht. Das ist dann scheiße. Dann nicht scheiße. Alinas Tagebuch 2. Irgendwas stimmt nicht. Niemand will mir sagen, was passiert, oder? Aber seitdem ich aufgewacht bin, verhalten sich alle komisch. Die Protektoren lassen mich nicht raus und zurückern zur Arbeit, obwohl die Wunden von meinem Sturz schon wieder verheilt ist. Ich glaube, es muss einen Unfall in der Mine gegeben haben. Ich habe 2 Eulen vor meinem Zimmer flüstern gehört, dass ihnen das Personal ausgeht. Ich mache mir Sorgen um Elster. Ich habe jetzt schon seit einer Weile nichts mehr von ihr gehört. Ich kann hier nicht länger rumsitzen. Alina Seo. Ja, die verhaftet wurde. Ein Fernseher mit einem eingebauten Videokassettenspieler. Ach, hier gibt's jetzt noch Videokassetten, ja? Wenn ich eine Videokassette hätte, könnte ich sie ansehen. Alles klar. Warte mal, liegt hier noch irgendwas? Was? Ja, wahrscheinlich, oder? Oh, doch. Autoinjektor nehmen. Ja, wie so eine Art. Was aber hier? Replika-KL-Stim in Soforthilfe 2 Milliliter Packungsbeilage. Gebrauchsinformation. Information für Anwender. Replika-Kreislaufstimulanz. Injektionslösung in einem Autoinjektor. Wirkstoff Replika-Kreislaufstimulanz N99,9%. Achtung! Extrem wirksam. Nur für Replika-Anwendungen. Was ist Replika-KL-Stim-N Soforthilfe und wofür wird es angewendet? KL-Stim-N ist eine sterile Lösung in einem Autoinjektorstift zur notfallmäßigen Injektion. KL-Stim-N wirkt sofort in Replika-Kreislauf und stellt Systemgesundheit wieder her. KL-Stim-N ist zum Anwenden von kritischen Systemversagen in Replika-Gestellen der Generation 3 oder höher vorgesehen. Wie ist Replika-KL-Stim-N anzuwenden? Der KL-Stim-N-Autoinjektor kann direkt aus dem Inventarbildschirm benutzt werden. Sie können den Autoinjektor im Inventarbildschirm auch in den Werkzeugslot ausrüsten, um ihn unterwegs zu benutzen. Um den Autoinjektor unterwegs zu benutzen, halten Sie C für die gesamte Zeit der Injektion gedrückt. Wenn der Autoinjektor im Werkzeugslot ausgerüstet ist, wird er automatisch aktiviert, wenn das Replikasystem sonst versagen würde. Systemversagen wird verhindert und das System wird sofort teilweise wiederhergestellt. Bitte suchen Sie immer medizinische Fachhilfe nach einem abgewendeten Systemversagen auf. Okay. Also ist das jetzt auch so ein Erste-Hilfe-Shot oder? Das ist ja wahrscheinlich mit so einem Defibrillator gleichzusetzen, ne? Irgendwie fällst du tot um, bringt er dich irgendwie wahrscheinlich zur Hälfte nochmal zurück. Ah.
Eine Adrenalinspritze. Genau, bei, bei Nebenwirkungen fressen sie die Packs bei Lager oder schlagen sie ihren Arzt oder Apotheker. Sehr schön, sehr schön. Fies erwischt. So, warte mal, lass mich mal kurz hier mal gucken. Okay, hier haben wir den Videorekorder. Dann gehen wir mal kurz raus. Ja, das, da müssen wir aber erstmal noch das gute Tape finden. Hast du schon wieder ein Sextape hier, oder? Hast du schon das hast du jetzt gesagt. Ich habe nur gesagt, wir müssen ein Tape finden, mehr nicht. Ja, Anneke, gib doch mal meine Fresse. Wieso? Patient EULR 2S2321. Patientin hat sich über starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen beschwert. In den Krankenflügel eingewiesen, nachdem sie während der Arbeit Oxidanzflüssigkeit erbrochen hat. Krankheitsbild stimmt überein mit jüngsten Fällen im Protektor-Personal. Obwohl wir noch keine Spur haben, was dieses Syndrom auslöst, haben wir ähnliche Krankheitsverläufe bei allen Patienten beobachtet. Am seltsamsten scheint dem der Krankheitsverlauf des Syndroms im Replika- und Gestaltpatienten ähnlich zu verlaufen scheint. Erstaufnahmeuntersuchungen zeigt Hypotonie, hohes Fieber, Dehydration, innere Blutung, starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus, Alopecia und Purpura. Innerhalb von 5 Zyklen beginnt Haut sich in großen Stücken abzuschälen. Verlust der Sehkraft und Fähigkeit zu kommunizieren können folgen. Gestaltpatienten erliegen normalerweise während dieser Phase Infektionen. Bei Replika-Patienten gehen die Erfahrungen auseinander. Also ich finde, könnte man auch unser Kanal benennen, so starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus. Beschreibt mal euren Kanal, genauso. Ja. Also auch mit diesen Haut weg, also nee. Ja, ne, das, also ich sag mal so, das... Es sind ja Androiden, ne? Also es sind also Replikanten, also ich hab da jetzt nichts. Also, na obwohl, da liegt doch Blut draußen. Also. Das ist so eine Mischung aus beiden, so mäßig, na, wie heißt das hier? I'm Legend? Nee, warte, I'm Legend nicht. iRobot, Entschuldigung, so. Wer bist du? Ist auch ein Storch. Messer? Nee, ist eine Eule. Alle sind seltsam geworden. Ich glaube, ich bin die Letzte, die übrig ist. Werde ich auch krank werden wie die anderen? Ja, wahrscheinlich. Jupp, das können wir abschaffen.